In diesem Video möchte ich euch mal die besten Shoppingmöglichkeiten in Hurghada vorstellen, die ihr hier besuchen könnt, so ziemlich egal in welchem Hotel ihr seid. Zuerst einmal, es gibt hier zig Möglichkeiten einzukaufen. Jedes Hotel hat dabei oft eine kleine eigene Ecke mit Geschäften angelegt, wo ihr die alltäglichen Dinge wie zum Beispiel Getränke für die Minibar oder auch Snacks kaufen könnt. Darüber hinaus gibt es ein paar Geschäfte neben dem Supermarkt, die ihr einfach immer wieder findet, egal ob ihr im oder außerhalb vom Hotel seid. Dazu gehört zum Beispiel ein Laden für Parfüm bzw. Öle, Souvenirs, Klamotten, Schuhe oder auch Juweliere für Schmuck. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz erwähnen, dass ich immer wieder gefragt werde, ob ich einen Laden kenne für Silber- oder Goldschmuck und ob ich den empfehlen würde. Da ist meine Antwort ganz klar nein. Zum einen trage ich gar keinen Gold- oder Silberschmuck und zum anderen kenne ich mich auch überhaupt nicht damit aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Schmuckstücke hier in der Theorie günstiger sein müssten als in Deutschland oder halt in anderen Ländern in der Welt, da die Verarbeitung bzw. halt einfach der Stundenlohn hier niedriger ist. Aber ich kenne zu viele Fälle von Leuten, die im Ausland vermeintlich Gold gekauft haben und am Ende stellt sie sich raus, dass das Schmuckstück nur vergoldet gewesen ist oder womöglich kompletter Fake. Und dann wurde aus dem vermeintlichen Schnäppchen doch eher ein teurer Spaß. Zumal man auch bei Goldschmuck den Unterschied zwischen maschinell gefertigt und handgemacht unterscheiden können sollte, bevor man wirklich etwas kauft und Geld auf den Tisch legt. Denn das macht natürlich einen riesigen Unterschied im späteren Wert, denn bei der maschinellen Fertigung ist das Stück wirklich nur den puren Materialwert wert, sollte man das irgendwann wieder zu Geld machen wollen. Für den ideologischen Wert bezahlt in der Regel keiner Geld, man müsste dann auf jeden Fall lange suchen, bis man wen findet, der bereit ist, mehr dafür zu bezahlen, weil ihm das Schmuckstück halt gefällt. Die 0815 Anlaufstellen im Falle einer Veräußerung zahlen den Wert definitiv nicht, dann wären sie auch einfach schlechte Geschäftsmänner. Also zusammengefasst bedeutet das, kauft hier nur Goldschmuck, wo der finanzielle Schaden halt sehr hoch ist, wenn ihr euch auch auskennt. Ich kenne inzwischen ein paar Leute hier, die kaufen regelmäßig kleine Goldbarren, solche Münzen oder Chips, weil die halt auf der ganzen Welt einfach wieder zu Geld gemacht werden können und weil es hier einfach mit Bargeld erworben werden kann, was in Deutschland bei größeren Summen halt nicht mehr möglich ist, da das erfasst wird. Das wollen halt viele einfach nicht. Außerdem ist der Wert des Barrens oder der Münze an den aktuellen Goldkurs gekoppelt. Ihr zahlt also nur das, was der Kurs sagt, also keine Verarbeitung oder sonstiges. Die Leute nehmen sich aber auch alle immer so kleine Testsets mit, wo die genau überprüfen können, ob das Teil, was da vor einem liegt, fake ist oder halt echt. Ich blende euch mal so ein Set ein, dann wisst ihr, was ich meine. Trotzdem sollte das keine Empfehlung sein und ich würde davon abraten, als Laie hier Gold zu kaufen. Der einzige Vorteil, den man hier wirklich hat, ist meiner Meinung nach die Anonymität, auch wenn man größere Mengen kauft. Allerdings könnt ihr hier nicht einfach für 10.000 Euro, sage ich mal, Gold kaufen und es mit nach Deutschland nehmen, denn es gibt ja noch den guten netten Zoll, der euch da eventuell einen dicken Strich durch die Rechnung macht. Ich habe mal kurz geschaut, die Zollfreigrenze liegt aktuell bei 430 Euro, was halt mehr oder weniger einer Münze entspricht, aber halt noch lange keinem Barren, also doppelte Vorsicht auf jeden Fall. Das war mir an der Stelle jetzt mal wichtig anzusprechen. Ich möchte nicht, dass irgendwer aus der Community böse auf die Fresse fällt, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, indem er halt Gold kauft oder vermeintliches Gold kauft und am Ende stellt sich raus, dass es halt alles ja keinen richtigen Wert hat. Okay, kommen wir nun zurück zu den Shoppingmöglichkeiten. Es gibt wie gesagt zahlreiche Möglichkeiten hier einkaufen zu gehen. Eine sehr günstige und wie ich finde eine der besten Möglichkeiten ist hier auf jeden Fall die Sheraton Road in Hurghada. Das ist die Haupteinkaufsstraße in Hurghada Stadt. Hier habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, verschiedene Dinge zu kaufen, egal ob Klamotten, Schuhe, Handtaschen, Parfüms, Souvenirs oder halt auch Schmuck. Die Auswahl ist dabei in vielen Geschäften sehr ähnlich, leider. Deshalb ist mein Tipp, kauft nicht unbedingt alles im ersten Laden, sondern schaut in mehreren Geschäften vorbei, um ein bisschen, ja, einfach ein Gefühl für die Preise hier zu bekommen. Ihr könnt auch gerne mein Video anschauen, wie aktuell so die Preise von Taschen, Schuhen etc. in Hurghada sind. Und danach schaut ihr am besten auch noch das Video über das richtige Verhandeln an. Mit den beiden Videos seid ihr dann bestens gerüstet, um loszuziehen. Die Sheraton Road ist zwar schön, gerade weil es dort eine riesige Auswahl gibt, allerdings leider auch oft sehr voll und durch die vielen Taxis auch sehr laut. Daher gehe ich inzwischen immer in die Sherry Street. Das ist einfach eine Seitenstraße von der Sheraton Road mit einer wirklich schönen Promenade. Dort ist es viel, viel ruhiger als an der Hauptstraße, weil es links und rechts halt einfach keine Straße gibt, wo die Taxifahrer halt permanent hupen und die Preise dort sind genau dieselben. Ein Unterschied ist, dass es dort die gleichen Geschäfte gefühlt nur zweimal gibt, anstatt halt fünfmal, aber das sollte nun wirklich niemanden stören, denke ich. Sowohl die Sheraton Road wie auch die Sherry Street liegen mitten in der Stadt und sind nicht weit vom Hafen entfernt. Je nachdem, wo man natürlich ist, kann es mal länger dauern, aber in der Regel läuft man keine 10 Minuten bis zum Hafen von Hurghada und dort kann man wirklich sehr schön essen gehen. Gerade abends gegen 18 Uhr im Winter etwas eher, wenn die Sonne halt untergeht, ist es dort sehr, sehr schön. Die Restaurants dort bieten eine sehr gute Qualität, dafür zahlt man dort aber auch, wie ich finde, faire Preise mit ja, ca. 10 bis 15 Euro je Teller, sollte man da schon rechnen. Noch ein Tipp von mir, in den Restaurants sind die Speisekarten teilweise mit und teilweise ohne Tax ausgewiesen. Normalerweise steht das auf der Karte auf der ersten oder auf der letzten Seite, ansonsten könnt ihr aber auch beim Kellner nachfragen. Die Steuer ist aktuell 14%. Auf der Sheraton Road und der Sherry Street gibt es natürlich auch noch zahlreiche Restaurants, die wirklich gutes Essen haben. Das ein oder andere Restaurant hatte ich auch schon gezeigt, allerdings haben die halt nicht das Panorama.
Alles zusammen, also die große Auswahl, die günstigen Preise und das gute Essen, machen die Sheraton Road und die Sherry Street auf jeden Fall zu einer Top-Adresse, wenn es um Shopping in Hurghada geht. Wer sich die beiden Straßen mal in Ruhe genauer anschauen möchte, findet dazu auch Videos in meiner Playlist zu den Ausflügen in Hurghada. Sollte einem der Trubel nicht gefallen und man möchte vielleicht auch einfach in Ruhe shoppen, ohne öfters angesprochen zu werden, ist eine weitere Möglichkeit die Senso Mall. Hier gibt es zwar einen kleinen Bazar am Rand der Senso Mall, also dort ist so eine Art ja, eigener Eingang. Dort drin werben die Leute, sage ich mal, etwas offensiver um ihre Kundschaft. Allerdings muss man da halt wirklich aktiv hinlaufen. Wer das also nicht möchte, geht halt dementsprechend nicht dorthin. Im ganzen Gebäude wird man ansonsten nur von dem Parfümladen angesprochen. Alle anderen Läden haben keine Verkäufer vor dem Geschäft stehen, die euch halt in den Laden bringen möchten. Die Senso Mall ist auf jeden Fall sehr europäisch gehalten, was das angeht. Es gibt auch dort verschiedene Markengeschäfte, wie zum Beispiel Adidas, Vans, Hummel und was viele Frauen wahrscheinlich freuen wird, Mango. Ansonsten kann man auch erwähnen, dass es dort einen großen Supermarkt gibt, eine Art Apple Store und eine Spielhalle. Die ist allerdings hauptsächlich für Kinder. Ich würde aber lügen, wenn ich sage, dass ich da noch nie drin war mit anderen Leuten. Das ist also auch was für Erwachsene, die vielleicht noch so ein bisschen eine Macke haben. Im Außenbereich von der Senso Mall befindet sich dann die Fressmeile. Dort gibt es neben lokalen Restaurants auch die eine oder andere Fastfood-Kette wie McDonald's, KFC oder Pizza Hut. Die Preise in all den Ketten sind ähnlich wie in Deutschland. Sparen tut man hier bei McDonald's also nicht. Für mich ist die Senso Mall auf jeden Fall der häufigste Ort, den ich hier besucht habe, denn es ist einfach der Treffpunkt hier in der Ecke. Viele Leute von Makati Bay, Salashish oder auch den Leuten in der Umgebung treffen sich dort abends auf einen Burger oder eine Cola oder auf was auch immer, quatschen und lassen den Tag halt zusammen ein bisschen ausklingen. Daher ist mein Tipp, wenn ihr es eher ruhiger haben wollt, dann geht so dorthin, dass ihr gegen spätestens 21 Uhr wieder fahren könnt, denn ab dann wird es halt richtig voll und dementsprechend auch wuseliger und auch lauter. Ich höre auch immer wieder von Gästen, die hier im Alf sind, die erschrocken sind, dass um 12 Uhr nachts noch so viel los ist. Das kennt man so aus Deutschland nicht, zumindest nicht von einem normalen Wochentag. Alternativ, wenn einem die Senso Mall zu weit weg ist, weil man vielleicht ein Hotel im Norden von Hurghada gebucht hat, gibt es auch noch das Hurghada City Center. Auch das ist ein Einkaufszentrum, was sehr europäisch ist, denn auch hier gibt es keine bzw. kaum Verkäufer, die euch ansprechen. Ihr könnt also in Ruhe durch die Mall laufen und euch umsehen. Wie auch in der Senso Mall gibt es dort einen großen Supermarkt, wo ihr eure Minibar auffüllen könnt, sowie verschiedene Klamottenläden und Souvenirshops. Was es dort nicht gibt, sind europäische Marken, was ich allerdings auch nicht schlimm finde, denn erstens sind die in Deutschland eh günstiger als hier, weil die natürlich auch importiert werden müssen. Und zweitens mag ich sehr, dass die Einkaufsstraßen nicht alle gleich aussehen mit exakt den gleichen Markenläden und am besten noch in der gleichen Reihenfolge. In den oberen Etagen gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, was zu essen. Ganz oben ist dann ebenfalls eine Spielhalle für Kinder, wie auch in der Senso Mall. Direkt daneben ist sogar eine Art Eisbahn, die allerdings Wachs als Bodenbelag hat und kein richtiges Eis. Ich habe das noch nicht ausprobiert, da ich kein Schlittschuh fahren kann, aber es sieht halt ganz lustig aus und wahrscheinlich verhält sich das Wachs ähnlich zu dem regulären Eis, also werden meine Fähigkeiten dadurch nicht besser. Auch hier würde ich euch empfehlen, lieber etwas früher hinzugehen, denn abends wird es auch hier voll. Nur so als Tipp, vom Hurghada City Center sind es ca. 15 Minuten bis zur Sheraton Road bzw. zur Sherry Street. Man kann also auch einfach beides machen. Solltet ihr beides machen wollen, dann würde ich euch allerdings empfehlen, erst ins Hurghada City Center zu fahren und dann zur Sheraton Road. Denn dann könnt ihr halt am Hafen essen gehen oder euch zumindest die Möglichkeit offen halten. Ja, das waren jetzt die meiner Meinung nach vier besten Möglichkeiten, um hier zu shoppen. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Man kann es halt auch in Hurghada ruhiger haben, wenn man das möchte, oder halt auf die richtigen Einkaufsstraßen gehen. Ich muss sagen, ich mag gerade die Mischung. Ab und zu will ich einfach den Trubel haben und dann fahre ich in die Stadt und nehme mir auch da die Zeit. Aber manchmal hat man halt einfach Stress und dann kommt der Deutsche so ein bisschen in mir durch und es muss alles super schnell und super bequem gehen. Dann laufe ich halt eben rüber in die Senso Mall. Mit strammen Schritten laufe ich so, ja, 5 bis 6 Minuten in etwa und das ist halt super bequem. Neben den vier Möglichkeiten, die ich jetzt näher vorgestellt habe, gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Orte, wo man shoppen kann, zum Beispiel in der Altstadt von Hurghada. Dort möchte ich die Tage auch nochmal hinfahren. Dort sollte man allerdings gut verhandeln können und auch ein bisschen ja, stressfreier sein. Es gibt zum Beispiel auch vom Dana Beach direkt eine große Shoppingstraße mit bestimmt 50 Geschäften. Oder halt auch vor dem Sunrise Crystal Bay, dort gibt es auch noch eine große Mall mit bestimmt 20 Geschäften, sowie halt zig weitere ähnliche Gebilde. Wenn man ein Hotel direkt dort in der Nähe hat, kann man natürlich auch dorthin gehen, aber extra dorthin fahren lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Denn die meisten Sachen gibt es in der Stadt günstiger und ihr habt halt auch einfach eine größere Auswahl. Außerdem ist Uber hier so günstig, dass ihr von den meisten Hotels aus in die Stadt oder zur Senso Mall bzw. Hurghada City Center keine 5 Euro pro Weg zahlt und warum sollte man dann woanders hinfahren, wo es unter Umständen auch noch teurer ist. Deshalb sind meine Favoriten zum Einkaufen Senso Mall, Sherry Street, Sheraton Road und Hurghada City Center, auch in der Reihenfolge. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, schaut gerne noch das Video zum richtigen Verhandeln an. Dort erkläre ich, wieso meine Tricks sind und das Video über die Preise hier in Hurghada. Dann wisst ihr in etwa, was hier was kostet. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Mich würde auch mal interessieren, wenn ihr in Hurghada seid, wo geht ihr denn so shoppen? Habt ihr irgendeinen Favoritenplatz? Und ja, lasst gerne auch ein Abo da, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal.